Wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht. Hallo, willkommen bei meinem Warcraft-Tagebuch. Ja, jetzt auch mit neuem Intro. Ich hoffe, das verschreckt nicht ganz so viele Leute wie das alte. Okay, so, ich habe eine total interessante Frage gestern gekriegt. Und zwar, der Dennis schreibt, was ist eigentlich am besten für PvP, wenn man zu zweit spielt für Klassik? Und da habe ich jetzt echt so ein bisschen drauf rumdenken müssen auf der Nummer, weil ich hatte erstmal so ein paar Kombis irgendwie auf der Zunge und wollte das so sagen. Und dann habe ich so überlegt, ja, wie sehen die Counter-Kombis aus und so weiter. Und musste echt so ein bisschen drüber nachdenken. Und die Sache ist die, ich habe ja in einem meiner ersten Videos gesagt, WoW funktioniert nach dem Prinzip Stein, Schere, Papier. So, und wenn ich jetzt aber Stein, Schere, Papier nicht mit zwei Leuten spiele, sondern mit vier, also mit zwei Zweierteams, dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Ja, dann ist das immer ein Pari, da habe ich überhaupt keine Chance. Das Einzige, was relativ klar ist bei der Nummer, Doppelkombis, also zweimal die gleiche Klasse ist in vielen Fällen, auch nicht in allen, aber in vielen Fällen keine gute Idee. Also ich habe zum Beispiel in Burning Crusade Arena zusammen gemacht mit einem anderen Schurken, also zwei Schurken zusammen. Unser Gedanke war, ja, es war easy peasy, weil wir haben so einen Burst Damage, wenn wir zu zweit aufs gleiche Ziel tackern. Der fällt ja instant um. Und dann zwei Schurken gegen das andere Ziel, auch wenn wir nicht mehr verstohlen sind, ja, ist ja egal. Den hauen wir ja so oder so aus den Socken. Und das hätte auch extrem gut funktioniert, wenn der zweite Spieler, den wir nicht hauen, dann mal so für 10 Sekunden AFK gegangen wäre. Ne? Dann wäre das super ausgegangen, aber ist er ja nie. Und deswegen haben wir fast nur aufs Maul gekriegt. Das war eine extrem schlechte Kombo, das haben wir auch ganz schnell sein lassen, weil das nirgendwo hingeführt hat. Also fast jede andere Kombination von Spielern hat uns in den Boden getreten. Und da würde ich sagen, das ist eine ganz, ganz schlechte Kombi. Vor allen Dingen, weil ein Schurke ja von seiner ganzen Art und Weise, wie der PvP macht, darauf ausgelegt ist, so alleine irgendwo rumzusneaken und sich dann ein einzelnes Target rauszusuchen und den dann irgendwie fertig zu machen. So, aber ich renne jetzt irgendwie so durch die Gegend mit zwei Schurken, mache da so meine PvE-Quests und werde dann angegriffen von zwei anderen. Das geht nicht gut aus. So. Eine bessere, ich beantworte die Frage jetzt ohnehin für die Levelphase, weil wenn man 60 ist, sieht ja vieles nochmal ganz anders aus. Ich speziell jetzt PvP auf dem Weg von 1 nach 60. So, eine andere Kombi, die zum Beispiel deutlich besser ist, ist Hunter-Hunter. So, das Ding ist, da spiele ich ja nicht gegen zwei, da spiele ich gegen vier Leute. Und wenn zwei Hunter-Pets schon mal an einem Charakter rumknabbern, dann ist es relativ egal, was für ein Charakter das ist. Entweder der stirbt, oder aber der wird sein ganzes Mana dafür ausgeben, sich selber am Leben zu halten. Und wird dann sterben. Ja, also allein die beiden Pets hauen ja schon so zu, dass man irgendwie, dass einem ganz schwindelig wird. Gleichzeitig, wenn ich einen Hunter auf Range bekämpfen will, ziehe ich halt meistens den kürzeren. Der Trick gegen Hunter ist ja immer rangehen in den Nahkampf. Oder am besten sogar noch in der Dead Zone zu halten, ne? Fest frosten, auf 5 Meter Abstand gehen und dann die ganze Zeit, ne? Frostblitz, Frostblitz, Frostblitz. Ne? So, das sind ja so die Klassiker. Ja, aber bei zwei Huntern funktioniert das nicht. Da habe ich einen immer auf Range. Ne? Plus irgendwie beide Pets und dann der auf Range holzt auch noch auf mich drauf, volles Brett. Da bin ich relativ schnell tot. Aber auch das, finde ich, ist nicht die Idealkurve.
Grundsätzlich denke ich, im PvP ist man mit Mischklassen besser aufgestellt. Mit Klassen, die heilen können und die Schaden machen können. Weil egal, auf wen ich da eintacke, der andere wird den einfach heilen. Na, sobald es irgendwie eng wird, heilt er den wieder voll und gut ist. Und dann gehe ich auf den los und dann wechselt das Spiel. Das kann schon ziemlich ekelhaft werden. So, jetzt gibt es ja so die klassische PvP-Kombo, wo man sagt, ja, die sind brutal stark. Das wäre ja so Krieger-Priester. Ja, auf Level 60 sind die brutal stark, weil ich keinen von beiden tot kriege. Ja, ich kriege den Krieger nicht wirklich tot, aber der Priester ist auf 60 im PvP auch so ekelhaft. So der teilt natürlich jetzt nicht den Monster Schaden aus, aber ich brauche eine halbe Stunde, um Priester tot zu kriegen. Also ist jetzt übertrieben, aber man denkt immer, ja, Priester irgendwie so ein bisschen stoffy, ja, ist schön, aber der hat Inner Fire. Und das erhöht seinen Rüstungswert, dass der zwar Stoff anhat, aber trotzdem einen Rüstungswert hat, als würde der schwere Rüstung tragen. Das ist überhaupt nicht lustig. Also so, und gleichzeitig hat man eine der stärksten Damage-Dealer, die auf einen einschlägt. Also Krieger, Priester auf 60, ekelhaft. Aber Krieger, Priester in der Levelphase, das ist ein ganz anderer Schnack. Zum einen ist ja klar, wer direkt aufs Maul kriegt. Also niemand, der bei klarem Verstand ist, wird ja auf den Krieger einschlagen, weil da kann ich so lange drauf rumkloppen, wie ich will. Der Priester heilt den wieder und ja, ne, da kriegt man noch ein paar LOL-Makros und das war's. Also ist einfach klar, ich greife immer den Priester an in der Levelphase. Und so zwei Leute, die an einem Priester dranhängen, das ist für den Priester nicht oberspaßig. Wenn jetzt sein Kriegerkollege richtig austeilen würde, okay, tut er aber nicht. Weil der Standard bei einem Krieger, während der levelt, ist ja, dass er immer irgendeinen Knüppel in der Hand hat, der mal mindestens irgendwie 10 Level zu tief ist. Den hat er irgendwo von einer Questbelohnung gekriegt oder irgendwann hat er mal Glück gehabt. Ne? Und da ist in den Todesminen irgendwie dieser Zweihandwämser gedroppt. Ist schön, aber mittlerweile ist er Level 30. Ne? So, da kann er mit seinem blauen Todesminenklopper auch nicht mehr so richtig was tun. So, wenn ich den jetzt natürlich mit 38 erwische oder 36 oder so und der hat gerade die frische Zweihandaxt aus dem Kloster bekommen, dann mache ich um den Krieger besser einen Bogen. Ja, aber meistens hat ein Krieger sowas nicht in der Hand in der Levelphase. Meistens hat er irgendeine Scheißwaffe in der Hand und der ganze Schaden vom Krieger kommt in erster Linie aus der Waffe. Das sind alles Skalierungen, die mit der Waffe skalieren. Das heißt, ein Krieger ist in so einer Levelphase nicht wirklich gefährlich. Gleichzeitig kann so ein Krieger, ähnlich wie ein Schurke, der kann ja nichts. Der kann ja nur Schaden austeilen. Das ist im PvE ist das super, aber im PvP ist das gar nichts. Im PvP ist einfach je mehr Utility so eine Klasse hat, desto ekelhafter wird die. Für einige Klassen dreht sich halt die Stärke von PvE zu PvP komplett um. Einfach weil die so viel Utility haben. So, und also ich sag mal zum Beispiel ein Schattenpriester. Ne? Also ich meine, im PvE ist der ein relativ laues Lüftchen. Also ich meine, so der levelt irgendwie klasse und das ist alles irgendwie gut. Aber so im PvP wäre das jetzt keine Klasse, im PvE wäre das jetzt keine Klasse, wo man Angst vor hat. So, aber im PvP macht man um Schattenpriester auch meistens einen großen Bogen. Weil egal, was man mit dem versucht zu veranstalten, da kommt immer eine Antwort, die einem meistens nicht schmeckt. So, eine Klasse, die zum Beispiel im PvP auch ziemlich ekelhaft ist, ist ein Magier. Jetzt gar nicht mal so sehr wegen dem Schaden, den er austeilt, aber was der halt alles kann. Der kann einen irgendwie verlangsamen, festsetzen, schärfen.
Eisblocken, wegblinzeln, das sind ja die ganzen Killer-Features, die der drauf hat. Dass der halt irgendwie auch noch ganz guten Schaden dabei macht. Ja, ist ganz nett. Aber das ist eigentlich nicht, worum es geht. Und wie gesagt, so ein Krieger oder so ein Schurke, die machen halt einfach nur Schaden. Aber die haben halt einfach diese ganzen Gimmicks nicht drauf. Beziehungsweise die Schurken-Gimmicks funktionieren halt nur, wenn der alleine ist gegen ein einzelnes Target. Ja, gute Kombos. Also, wie gesagt, Steinschere, Papier mit vier Leuten. Also, für fast jede Kombo, die man aufmachen kann, gibt es eine Kombo, eine Gegenkombo, die keinen Spaß macht. Ich finde zum Beispiel, eine ziemlich gute Kombo ist Mage-Hexer. Die sind natürlich beide sowieso von Haus aus im PvP ziemlich stark. Und in Kombination profitieren die auch voneinander. Also ich sage es mal, wenn ein einzelnes Ziel die angreift, ja, der Magier packt den in ein Schaf, dann zünden erstmal Magier und Hexer beide ihre LOL-Makros, dann fängt der Magier an, seinen 3-Minuten-Caster irgendwie zu machen, seinen Mega-Feuerball. Wenn der einschlägt, ist das halbe Leben weg. Ne? Und dann freut man sich schon, so jetzt mache ich sie aber kalt und dann kriegt man den 4 hinterher. Ne? 4, 3 Dots, dann kommt nochmal das LOL-Makro und dann fällt man um. Ist halt nicht so richtig lustig. Und auch gegen 2 Ziele, ja, dann ist halt einer geschiebt, der andere wird gefiert. Da, also ich sag mal, als Magier und Hexer kriegt man normalerweise nicht einen einzigen Schlag ab. Ne? Die sind einfach, ja. So, also wie gesagt, die frosten sich fest, die vieren, die schafen, die blinzeln, die Eisblocken. Und selbst wenn ich dann einen Hexer irgendwann mal getötet habe, ja, dann steht der auch noch wieder auf, das Arschloch. Ne, dann heilt er sich auch noch, ne, an den anderen. Hat vorher seinem Magierkumpel noch irgendwie einen Gesundheitsstein gegeben. Das macht alles keinen richtigen Spaß. Klar. Ne, also ich sage es mal, das wäre so eine Kombo, da könnte man auch mal auf 2 Jäger mit losgehen. Die halte ich schon für ziemlich stark im PvP 2 zusammen. Aber so, Mage und Hexer, ganz, ganz ekelhaft. Aber ja, ich glaube auch, ich sage es mal, ein Druide und ein Schamane können ziemlich die Pest sein. Weil, ja, ich habe wieder genau den Fall. Ne, dass, egal auf welchen ich draufhau, der andere heilt. Oder der Schamane stellt mal eben sein Verlangsamungstotem. Der Druide sprintet ein paar Meter weg und heilt sich wieder komplett voll. Und dann kommt er wieder zurück. Das ist alles irgendwie, dann ist alles nicht schön. Aber wie gesagt, in einer Zweier-Kombo, also ich glaube, wenn es da den Stein der Weisen gäbe, wenn es so die eine Kombo gibt, die unbezwingbar ist, dann würden die alle spielen. Dann hätte man die auch in der Arena gespielt, in BC und so weiter. Aber die gibt es einfach nicht. Das ist einfach genau das Ding, die gibt es nicht. Also ich sag mal, auch Paladin und Druide. Also das, klar, die machen beide keinen wirklichen Schaden. Die brauchen 3 Jahre, bis die einen tot haben. Aber man kriegt die auch nicht tot. Was will ich mit einem Pala und einem Druiden tun? Ich meine, klar, einen Pala kann ich irgendwie festfrosten. Dann guckt er erstmal sparsam aus der Wäsche. Ne? So Magier gegen Pala ist ein eindeutiges Duell. Da ist klar, wer hat gewinnt. Ja, aber wenn er gar nicht draufhauen muss, sondern wenn er sagt, ja gut, dann heile ich halt einfach ein bisschen. Jetzt stehe ich hier an Ort und Stelle und heile mal meinen Kumpel hoch. Das ist dann auch irgendwie blöd. Und an dem mache ich ja dann auch keinen Schaden. Also wenn er dann mal so seine Bubble zündet, ja, dann heilt er auch erstmal eine ganze Weile. Das, ne? Klar, dem kann ich auch irgendwie Mana absaugen und so, dann ist da auch nicht mehr viel los. Aber das dauert ja alles Zeit. Ne? Und sein Druidenkumpel steht dann ja auch nicht untätig rum in der Zeit. Ich finde, je mehr Fähigkeiten eine Klasse hat, desto besser ist die im PvP. So, das ist einfach das Ding. Und das, wie gesagt, das macht ein Paladin im PvP nicht angenehm. Wie gesagt, klar, ein Hexer oder ein
ein Hexer oder ein Mage, für den ist ein Paladin ein leichtes Ziel. Aber es ist ja mal Paladin plus X. Ne? Und der, der dann noch dabei ist. Da auch halt wieder. Klar, kann ich den dann schieben? Kann sich das Blatt wenden. Ne? Schieben, vieren, okay. So, und dann kann ich einen, während der im Crowd-Control ist, den anderen irgendwie kaputt machen. Das, so, ich finde, Crowd-Control ist von der Wertigkeit, also bevor ich über Klassen spreche, würde ich eher über Fähigkeiten sprechen. Und ich finde, wenn es so eine Wertigkeit gibt im PvP an Features, dann würde ich sagen, höchste Priorität hat erstmal CC. So, schieb vier, ich meine, sag mal auch beim Priester, das ist ja auch so ekelhaft. Ne? Dann steht man gerade am Priester, dann wird man weggeviert. Ne? So, und dann, ich sag mal, bei einem Holy Priester, der gibt einem, gibt sich selbst halt eine Erneuerung. Wenn der vier abgelaufen ist, schildert der sich. Ne? Dann stehe ich wieder vor dem Priester, tacke auf dem rum und nichts passiert. Und sobald ich den treffe, hat er seinen vier wieder klar und das Spielchen geht von vorne los. Ekelhaft. Ne? Oder halt beim Schattenpriester. Gut, der heilt sich dann nicht, aber der macht dann halt Schaden. Und die Dots von dem tickern mich halt zu Tode. Ne? Und das kanalisieren und so weiter. Also CC, finde ich, ist echt das Stärkste. So, heilen ist natürlich einfach brutal stark, wenn ich Klassen habe, die sich heilen können. Wie gesagt, gerade bei zwei Heilern. Ne? Wenn einer nur heilen kann, ist der einfach sofort Fokusziel. Und so, dann ist halt die Frage, kann er sich lange genug am Leben halten? Ne? Bis entweder einer von beiden tot ist oder so. Ne? Das, ich finde, wenn man PvP macht oder einer ist nur Heiler, dann ist einfach das Ziel immer gesetzt. Dann ist einfach immer klar, wer als erstes aufs Maul kriegt. Und da stellt sich die Frage, kriegt dann mein Kumpel den anderen von mir weg? Einen von mir weg von zweien? Ne? Oder kriegt er das nicht? Und ich sage mal, ein Krieger kriegt das halt nicht. Ne? Der kriegt halt nur einen weg, quasi, wenn er genug Schaden macht, dann kann er einen einfach tothauen. Macht er aber nicht genug Schaden, haut er den nicht tot. Und dann, ja, fällt meistens der Heiler um. Ja, wie gesagt, da finde ich halt einen Magier dann einfach praktischer, der den dann schiebt. Dann geht der Priester irgendwie 2 Meter zur Seite und dann hat man nur noch zu zweit gegen einen zu kämpfen. Das ist dann schon einfacher. Ja, heilen ist stark, aber wie gesagt, ich finde in erster Linie, wenn beide heilen können. Oder wenn sich Leute halt selber heilen können, wie halt so ein Hexer. Das ist halt einfach auch nice, sozusagen, wenn man dem anderen Leben absaugt und sich selber daran hochhält. Ne? Da hat man ja quasi den doppelten Effekt. Ist halt schon schön. Ja, jetzt. Ich finde, Damage ist einfach nicht das Ding, was im PvP zählt. Und das beobachtet man ja auch einfach bei ganz vielen Leuten, die mit PvP relativ frisch anfangen, die jetzt keine PvP-Erfahrung haben. Die stehen da und denken so, tot machen, tot machen, tot machen. Also gerade beim Schurken ist das ja der absolute Klassiker, weil das beim Schurken auch so schön funktioniert. Man burstet so richtig raus und dann einen Ticken weniger und dann haut man nochmal so 2 Autoattacken und denkt, jetzt ist er jeden Moment tot. Ja, aber bei 10% Leben dreht er sich dann um. Und dann ist der Schurke meistens kurz danach Moose. Denn rausbursten bringt es nicht, sondern einfach Leute über Zeit totzergen. Das ist der Trick. Und so, wie schaffe ich das, eine längere Zeit zu überleben? So. Und je mehr Tools ich dafür habe, desto besser. Na, wie gesagt, auch beim Jäger halt. Ne? Der hat seine Frostfallen. Der hat sein, wie heißt das, Zurechtstutzen, also wo er mit Feinde mit verlangsamen kann, dieser Schlag. Ne, das, so, der hält sich die einfach auf Abstand, macht hier und da mal einen Schuss, meistens aber auch irgendwie verlangsamenden Schuss, einfach, dass er nicht, der Gegner nicht in Schlagdistanz kommt und sein Pad haut die ganze Zeit drauf. So, und dann kitet man den anderen Spieler so lange durch die Gegend, bis er irgendwann umfällt. Das ist super.
Oder wie gesagt, als Hexe halt 4, 4, 4, 4, nochmal 4, 4, 4, nochmal 4. So. Und dann immer so ein Dot oder zwei Dots, die Spontis oben halten und mehr nicht. Na, ich brauche da was anderes gar nicht groß tun. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich selber nicht gehauen werde. Das ist eine starke Fähigkeit im PvP. Ja, aber eine eindeutige Kombo gibt es nicht. Also ich finde auch zum Beispiel Schurke, Druide, ne, finden ja auch viele total gut. Ja, es ist halt, wenn man selber das Team ist, was zuerst angreift. Also man muss dann einfach auch brutal offensiv spielen, weil ja beide in Verstohlenheit sein können. Und man muss dann den ersten Schlag haben, man muss den wirklich ausnutzen. Aber es ist dann immer ein Spiel, was darauf abzielt, zu bursten. Und wie gesagt, ich habe mit Bursten schlechte Erfahrungen gemacht. Meistens funktioniert das nicht. Meistens kriegt man die Gegner nicht so schnell tot, wie man es gerne hätte. Ich sag mal, auch so ein Schamane damit wie heißt dieser Doppelkrit-Schlag-Gedöns? Ihr wisst, was ich meine. Windfury? Keine Ahnung. Wenn der krittet, super. Ne, dann fällt der Gegner halt irgendwie instant um. Ja, aber wie oft krittet der? Ne? Das ist halt das Ding. Ich mache halt irgendwie 100 Duelle, ne, und dreimal krittet der. Schön. Die drei habe ich dann gewonnen, aber ich habe halt 97 Mal verloren. PvP, da geht es einfach ums Runterzergen. Das ist einfach das Ding. Die ideale... Ich finde... Also so Mage, Hexer finde ich sehr, sehr stark. Mage, Schattenpriester, Hexer, Schattenpriester, das ist ziemlich klasse. Ich finde, als Melee-Klasse ist man im PvP gerade in der Anfangsphase relativ gekniffen, weil man gar nicht an die Gegner rankommt. Wenn die halbwegs vernünftig ihre Klasse spielen können, und es ist fast egal, welche Klasse es ist, ich komme gar nicht erst ran. Also vielleicht habe ich einen Eröffnungshit, weil ich als Krieger direkt ancharge, oder als Schurke aus der Verstohlenheit raus, aber danach ist vorbei. Danach komme ich an meinen Gegner einfach nicht mehr ran. Deswegen finde ich Melee in der Levelphase nicht so stark. Hinten raus im Endgame ist das was anderes, weil die dann einfach brutale Waffen kriegen, derbe Rüstung, unglaublich viel einstecken können, das Leben geht halt dann auch richtig hoch und so weiter. Anderes Spiel. Ja, aber in der Levelphase Melee, ich weiß nicht. Ne? Würde ich eher sein lassen. Ich glaube, Range ist irgendwie gut. Oder zwei Klassen, die sich heilen können. Ja. Vielleicht sagen da mal ein paar erfahrene PvP-Spieler auch nochmal so ihre Meinung. Also ich bestehe nicht drauf, dass das hundertprozentig richtig ist, so wie ich jetzt sage. Aber das ist so mein Gefühl und meine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ich zum Beispiel, wenn ich im Battleground bin als Schurke, ich renne da eigentlich nicht durch die Gegend und suche mir Ziele. Ich spiele maximal defensiv. Ich schleiche eigentlich die ganze Zeit nur neben irgendeinem Heiler her und warte darauf, dass irgendeiner den Heiler angreift. So, und dann stunne ich den und beiß und trete und kratz und spuck. Ne, so. Aber ich renne nicht los, weil ich weiß, ich bin sowieso ein Opfer. Also, egal, wen ich angreife, da kommt ein Zweiter dazu und ich liege als Moose im Garten. Und sozusagen sich an einen Heiler ranzuhängen und zu sagen, ja, der wird ja sowieso angegriffen. Ne, wenn ich den Heiler nicht ausschalte im Battleground, dann gewinne ich das sowieso nicht. Und dann eier ich einfach die ganze Zeit verstohlen hinter dem her, so lange, bis einer auf den draufhaut. Und dann gibt's Saures. So, das ist ein anderes Spiel, als in einer offenen Welt rumzurennen, seine Quests zu machen und dann auf einen PvP-Kampf, für einen PvP-Kampf gerüstet zu sein. Ja. Wie gesagt, Doppeldruid ist irgendwie klasse, weil immer einer rennt gerade weg, heilt den anderen. Eklig, eklig, eklig. So Mage, Warlock wegen der Crowd-Control oder wie gesagt, alternativ Schattenpriester könnte man dann austauschen, wen man will.
Funktioniert auch gut. Ja, Hunter finde ich halt auch nicht schlecht. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also, ihr merkt, ich hadere mit mir selbst. Ich bin mir selber nicht hundertprozentig sicher, ob es so ist. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt mal was in den Chat unten drunter, wie ihr das seht, ob ihr denkt, irgendwie, ja, das ist irgendwie die Killer-Kombo. Ich finde halt irgendwie so die klassische Kombo, wie Barlo die mal beschrieben hat, irgendwie hier Shadow Priester Face Meltor mit seinem Rogue-Kumpel Shadow Death. Ich finde genau das ist nicht die ideale Kombo. Aber gut, vielleicht irre ich mich auch. So, ne, dann mal wieder Lokta Oga, Suk Suk.